Tolstoi? Wer war Tolstoi? Ein großer russischer Dichter des 19. Jahrhunderts. Als wohlhabender Graf, verheiratet und mit 13 Kindern, suchte er die ersten 50 Jahre nach dem Sinn des Lebens und fand ihn in der Bibel, genauer in der Bergpredigt. Als Mensch bin ich auf der Welt, um Gutes zu tun und nicht Böses mit Bösen zu vergelten. Und das hat sein Leben verändert. Er trennte sich von all seinem Besitz, arbeitete wie die Bauern und schrieb Geschichten der Versöhnung, Versöhnung der Menschen untereinander und mit Gott, wobei er das Vorgehen der Herrschenden aus Politik, Wirtschaft und Kirche scharf kritisierte, die mit Strafen, Krieg und Ausbeutung das Volk unterdrückten.